wäre so nicht einverstanden. Das ist korrekt, das entspricht der Wirklichkeit. Das aber wir machen es trotzdem. Niemand was anderes behauptet. So. Und es ist und jetzt ganz ich versuche Ihnen das zu erklären, damit, weil offensichtlich ist das nicht alles so angekommen. Jetzt wird er gerade sehr unruhig, um die Gesprächssituation angenehmer zu machen. Möchte ich darauf aufmerksam machen, dass eine Dame mit zwei kleinen Kindern schon rausgegangen ist, weil es offensichtlich zu heftig ist. Also versuchen wir uns ein wenig zivilisiert zu verhalten. Die Damen und Herren, die hier stehen, bitte ich etwas weiter zu kommen. Geht ein Stück weiter, dann sehen Sie die anderen besser, wird viel bequemer, als wir immer zusammen drehen. Moment. Der nächste auf der Rede. Das ist noch nicht die Frage, die ich nicht beantworte. Aber knapp bitte. Wir sollen knapp, aber Moment, Sie nicht, Moment, oder? Nein, die Experten haben sich grundsätzlich vorstellen können, ja. Aber wenn Sie jetzt zum Bauen beginnen, brechen Sie damit das Mediationsvereinbarung. Ja, damit man Familie versteht, wir bauen nicht. Ja, wir sind die Wesen. Aber die Gesieber ist die Stadt Wien, 98%. Entschuldigung, wir wollen nicht mehr verarschen. Bitte sagen Sie, die Gesieber schaut die gar nicht. Wir beschäftigen uns mit der Planung zum Überleben. Der Kirschstadt, der gestern sagt in Wien heute, der ist links von der Zivilisation. Streichen Sie das doch gemeinsam und nicht alles klar. Zu beantworten, jetzt ist ich möchte gerne wissen, Herr Wattleck, eine wirklich realistische Antwort, warum in einem Areal, in dem derartig viele Pavillons stehen, die derzeit leer sind, verfallen, die nicht genützt werden, wo eine Vielzahl von Pavillons stehen, die in den nächsten Jahren einer nach dem anderen frei wird, überhaupt gebaut werden muss. Warum können Sie, wenn Sie da wirklich betreutes Wohnen machen wollen, Behindertenwohnungen, das klingt ja alles sehr schön, warum kann man das nicht in diesen Pavillons, die da sind, die herrichten, ja, und keiner kann mir einreden, dass man hier in diesem Otto-Wagner-Areal Bauten dazufügen kann, die sich architektonisch wirklich einfügen in dieses Konzept. So ist es. Dieses Lehrerzentrum an, von dem die Expertenkommission gesagt hat, das ist verunglückt und man muss jetzt dazu bauen, um das zu verstecken. Ja. Das stand so in der Presse. Und dass Sie von einem Expertengremium, das aus Architekten besteht, was anders erwarten können, als dass Sie sagen, tun wir neu bauen. Und das Jungs-Theater macht ja auch Verfahren. Es klingt halt doch sehr danach, dass finanzielle Interessen das Hauptinteresse an dieser ganzen Aktion sind. Und das ist etwas, was eigentlich sehr traurig ist. Also Gebäude, die leer stehen. Bauungsreserve und freien Flächen. Es stehen drei Gebäude leer. Das ist der Pavillon 8, den wir alle kennen. Es ist das Theater leer, das ist gesperrt, weil es nicht benutzt werden kann im derzeitigen Zustand. Und das ist der Pavillon 13 frei, wo das Otto Wagner Quartal eigene Nutzungsabsichten hat. Alle anderen Pavillons stehen in therapeutischer oder Entschuldigen Sie, wenn Sie so laut zwischenrufen, dann hören Sie Prozent der Anwesenden nicht, was der Herr Bartelmeier sagt, und das ist schade. Sie nehmen damit den Damen und Herren, die da sind, die Möglichkeit, die Informationen aufzunehmen. Seien Sie so nett, verhalten wir uns zivilisiert. Darf ich ganz zivilisiert etwas klar, etwas wichtig stellen? Er war noch gar nicht fertig. Die Thematik der leeren Pavillons habe ich, glaube ich, beantwortet. Sie haben es nicht beantwortet, so wie ich erwartet habe. Das ist korrekt, so wie Sie es erwartet haben. Es sind Leerflächen da und es muss neu gebaut werden für wen? Für Leute, die leider alles wohnen brauchen. Sie sind jetzt ganz regulär dran. Ja, das ist schön. Ich muss nämlich eine Sache klarstellen, die immer wieder in den Raum gestellt wird. Das Expertengremium hat gesagt, da kann die G7 Wohnungen reinbauen und die Pavillons als Wohnungen verwenden. Ja. Dieser Missbrauch der letzten, den nächsten Jahrzehnten dienen Baulandreserven, müssen, und das steht sowohl im Ergebnis des Expertengremiums als auch im Ergebnis des Testplanungsverfahrens festgeschrieben, die müssen, um eben langfristig flexible Nutzungen in Bezug auf die Gesamtanlage dienen zu können, dürfen sie nur so genutzt werden, dass jederzeit die Nutzungsform dem aktuellen Bedarf angepasst werden kann. Es wird gefordert, dass diese Gebäude, wenn sie errichtet werden sollten, es weiß zwar keiner wofür, weil wir haben also eine Absiedlung von 50 Pavillons in den nächsten 10 Jahren,
aber sollte irgendjemand wirklich erklären können, warum das notwendig ist, dann ist die Grundvoraussetzung, dass die keine fixen Innenräume haben, sondern nur eine Außenhaut, die innen jederzeit dem Bedarf angepasst und neu genutzt werden kann. Wenn aber diese Häuser jetzt als Privatwohnungen vergeben werden, dann nehme ich dem gesamten Areal eine langfristig flexible Nutzungsmöglichkeit, weil die Leute kriegen ja 99 Jahre nicht aus den Wohnungen heraus. Und das ist ein massiver Missbrauch und es wird immer wieder behauptet, die Experten und das Testplanungsverfahren wollen das so. Das stimmt nicht. Und wir brauchen jetzt da eine Gesellschaft, die sich 2 Jahre überlegt, was hier passieren sollte. Ich kann Ihnen sagen, seit Jahren gibt es eine sehr engagierte Initiative von OWS-Angestellten, hauptsächlich vom medizinischen Personal, die seit langem ein bedarfsorientiertes Nutzungskonzept erstellt haben, die Nutzungsvorschläge aufgelistet haben, die aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung hier bitter notwendig sind bzw. zusätzlich wären. Ja? Die müssen den Mund halten, weil der KAV lässt sie nicht öffentlich sprechen, da müssen sie sich eine Genehmigung einholen. Und ein pensionierter Arzt, der für uns bei einer Veranstaltung am Podium gesprochen hat, der wurde am Vormittag vom Krankenanstaltenverbund angerufen mit der Mitteilung, dass er ja daran denken soll, dass auch in der Pension ein Beamter ist und nicht reden darf. So schaut es aus. Wir haben zweitens eine Initiative, die sich Heilkunstareal nennt und die mit einem ganzheitsmedizinischen Projekt sogar die finanziellen Mittel hätte, 1 bis 2 Pavillons selbst zu bespielen. Die Politik war davon begeistert, entspricht alles total Hunsdorfers Konzept Fit to Work. Wir wollen ja die Leute rechtzeitig heilen, sie gar nicht krank werden lassen, es gibt keine Invaliditätspension mehr, aber man lässt sie genauso angelehnt mit ihrem Projekt wie die Bewegung aus dem OWS-Spital. Und zusätzlich gibt es eine Gruppe, wo federführend auch die Ganzheitsmedizin, die GAMET, mit dabei ist, die am Areal bereits sich befindet und die haben ein Projekt entworfen für das erste österreichische Gesundheitsdorf auf ganzheitsmedizinischer Basis. Ja? Das ist eine Zusammenarbeit von Medizinern, Architekten, Leuten, die sich mit Organisationsstrukturen für so eine große Herausforderung auskennen. Und dieses Konzept ist sogar so aufgestellt, dass es sich finanziell selbst trägt, weil jeder weiß, man braucht an die Stadt Wien in Zeiten wie diesen gar nicht heranzutreten, weil die Kassen sind leer. Es muss ein Konzept sein, das sich selbst trägt. Und jetzt möchte ich wirklich wissen, wozu sollen wir uns da 2 Jahre lang erklären lassen, was Sie sich in den nächsten Jahren aus den Fingern saugen, wenn diese bedarfsorientierten Nutzungsvorschläge am Tisch liegen. Warum sprechen Sie nicht mit den Leuten, die wirklichen Experten sind? Wir können innerhalb einiger Monate wirklich ein Nutzungskonzept auf die Beine stellen, dass der Gesellschaft jahrzehntelang sinnvoll dienen kann und dann wissen wir, wofür das Therapieareal im Osten in Zukunft genutzt werden soll. Und dann setzen wir uns wieder zusammen und fragen, ob man dort einen Gutteil verbauen soll für die 7 Wohnungen und ich verspreche Ihnen, es kommt heraus, sicher nein. Danke. Die Sie vorgestellt haben, die kennen wir, die sind bei uns eingeladen, wir haben es ja vom KAV bekommen, das ist nichts Geheimes. Wir sind jetzt seit ganz kurzer Zeit mit diesen Nachnutzungsüberlegungen, das Zusammentragen aller Ideen und Nutzungsmöglichkeiten, die es gibt und mit der Suche nach weiteren Nutzungsmöglichkeiten, weil es sollen ja möglichst viele in unserer Gesellschaft, also jetzt in der österreichischen Gesellschaft und dann in der internationalen,
davon Kenntnis erlangen, dass hier 50 Pavillons in Zukunft zur Verfügung stehen werden, die genutzt werden können. Aber mit einer bestimmten Zielsetzung in Richtung soziale Nutzung, medizinische Nutzung, Bildungsnutzung. Das ist das Ziel, das wir haben. Genau. Und ja, heute sind wir das erste Mal da und sagen, wir werden das machen. Wir werden diese Nutzungskonzeptionen suchen. Es gibt die eine Gruppe, die Sie gesprochen haben, die werden demnächst beim Herrn Bürgermeister vorsprechen. Die waren schon. Dann kann das nur gestern oder heute gewesen sein. Jedenfalls hat es einen Termin gegeben, ist mir gesagt worden, in den nächsten Tagen. So. Aber der Herr Bürgermeister hat Sie nicht empfangen, es war ein Thema. Gut, dann wissen wir. Wir werden mit diesen Leuten Kontakt aufnehmen, wir werden zusammensetzen und die werden ihr Konzept uns erklären. Und da geht es da in Richtung Betriebsformen, Betriebskonzept, Businessplan, wie ist das finanzierbar, selbstverständlich. Werden wir die Leute einladen oder wir gehen hin und werden mit ihnen drüber reden. Und da gibt es mehrere davon. Ja. Und das werden wir zusammen. Dann schauen Sie, ich bin beim Thema der Ganzheitsmedizin und der medizinischen Nutzungseinrichtungen, die da gut herpassen. Selbstverständlich werden wir mit all diesen Einrichtungen und mit anderen, die wir noch suchen und finden werden, über die Nachnutzungsmöglichkeiten sprechen. Es gibt aber jetzt schon erkennbare Nutzungskonflikte, weil einige Pavillons schon von mehreren hinterfragt und abgefragt werden. Es werden in den nächsten Jahren ja wenige Pavillons frei und wenn die vorzeitig genutzt werden sollen, von nicht Otto-Wagner-Spital-Nutzungen, dann ist zu entscheiden, sind es die oder die. Ja, daher braucht es sogar mal eine Koordinationsstelle, die das zusammenbringt und für die Stadt Wien präsentations- und entscheidungsfähig macht, weil die hat letztlich als Eigentümer darüber zu entscheiden, wer denn hier reingeht und welche Nutzung da reingeht. Aber so, das sind wir, dazu haben Sie gehört. Sie sind die Nächste. Zwei Jahre. Bitte sehr darum, kommen Sie ein Stück weiter, es stehen draußen Leute, die noch hier rein wollen, gehen Sie ruhig da nach hinten. Sie können kommen Sie weiter, es gibt ein paar Stühle, falls sich jemand setzen möchte, es gibt Kekse, es steht Wasser, draußen gibt es Tee, bitte bedienen Sie sich, wenn es eine heftige Diskussion gibt, braucht man mitunter auch diese Stärkung zwischendurch. Nein, eigentlich nicht, wir brauchen keine. Sie brauchen Antworten, richtig, und die habe jetzt versucht zu geben. Die Dame hat sich gemeldet, möchten Sie dann auch komplett Stellung nehmen? Wir brauchen Stellung nehmen, ich möchte eine Frage stellen, die Sie mir beantworten. Beziehungsweise der Partner. Für die später dazugekommen sind, das ist ja eine Informationsveranstaltung und Diskussionsveranstaltung. Der Herr Bartome ist der Projektentwickler der WSE GmbH, die seitens der Stadt Wien den Auftrag hat, dieses Areal langfristig zu entwickeln. Und jeder und jede von Ihnen, die hier sind, ist herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, Diskussionsbeiträge zu liefern. Bitte hintereinander, dann tun wir uns leichter mit Reden und Zuhören. So, und da sagen Sie noch dazu, dass schon alles entschieden wurde. Genau. Das können Sie nicht. Es ist entschieden. Es war gestern, war die Pressekonferenz und Sie sind da, um diese Ergebnisse zu verteidigen. Frage an die Entscheidung, die ich da gut gehört habe, kann ich mir so verstehen, dass gestern verkündet wurde, dass Neubauten im Ostareal stattfinden, 10 Stück an der Zahl, und dass die Rehabilitationseinrichtung erweitert werden soll. Und warum werden diese 50 oder 60 Pavillons, die offensichtlich einer Nutzung zugeführt werden, warum müssen Neubauten kommen, wenn so viele Pavillons leer werden? Das müssen Sie mir erst erzählen, warum die GESIBER Neubauten für ihre Freunde und weiß ich, was heißt sozial? Es ist nicht sozial, wenn diese Pavillons... Sozialistisch, genau. Also es ist doch nicht sozial, wenn das als Baurecht vergeben wird, wenn irgendwelche Klötze ins Ensemble hineingebaut werden und dadurch das Weltkulturerbe-Status immens gefährdet wird. Das war jetzt eh keine Frage, oder? Das war eine Frage. Warum kommen Neubauten, Statement, wenn das leer ist? Das ist eine Frage. Okay. Fragezeichen dahinter. Ich würde trotzdem gerne die Dame hier jetzt warten. Sie haben sich vor Ihnen gemeldet. Nein, wenn es die Frage ist, wenn es eine knappe Antwort warum? Ich brauche ja nichts herumschwurbeln, ja oder nein? Nach den Pavillons, die leer werden, kann ich so antworten. Die Pavillons sind jetzt fast zur Gänze vollständig durch Spitalsnutzungen in Betrieb. Ja. So einige wenige, ganz, ganz wenige, vielleicht so 3 Stück habe ich identifiziert, stehen frei. Das eine ist das Theater, am Pavillon ist der 13er, den das Otto-Wagner-Spital selber noch nutzen möchte. Und der 8er ist leer. Wir wohnen da, wir wissen alles. Wir wollen nur die Frage beantwortet haben und nicht einen Status quo von Ihnen erzählt bekommen. Ich
kann ich nicht erzählen, was ich dazu in der Lage bin. So, wir haben die 50 Pavillons, die derzeit nicht leer sind und die anderen Nutzungen eigentlich nicht zur Verfügung stehen. Wir brauchen jetzt nur die Neubau. Man macht ja nichts bauen. Ja, sondern man kann jetzt einmal jeden, der frei ist,